So, kurz vor meiner Pause wollte ich mich irgendwo in die Ecke stellen, da hat es mich direkt zerrissen, weil genau da ein Arc-Fall kam. Jetzt haben wir uns wiederbelebt. Hier sind so Art Wiederbelebungspunkte, die in der ganzen Welt verteilt sind. Und dann steht man da wieder auf. Ich habe gerade Munition getankt, habe aber in der Zeit auch gesehen, dass wir unser erstes Perk ausstatten können. Dazu gehen wir jetzt da unten hin und geben dem jetzt noch einen Punkt, sagen upgraden. So, und somit ist es voll. Jetzt können wir es hier oben reinladen. Ich will es hoffen. Ausrüsten. Zack, drin ist es. Und schon haben wir hier unser erster Perk, der für uns automatisch zählt, wenn wir jetzt schießen. So, jetzt können wir mal eben gucken, was wir noch haben, ob gute Waffen im Angebot sind. Wie gesagt, das Upgraden selber weiß ich noch nicht. Wir haben 2666 Credits. Was sagt diese Waffe? Die haben wir, glaube ich. Verkauft, soweit brauchen wir auch nichts. Okay, da bin ich mit zufrieden. Dann werden wir jetzt mal schauen, wie viele Codes ich habe. 11. Und wie viel bräuchte ich für Tier 3? Wir könnten uns jetzt mal hier einfach eine Box kaufen. Das machen wir jetzt auch mal gegen Ressourcen. Mit Ressourcen wollen wir die kaufen. Wie gesagt, das ist hier die Währung, die man gegen Geld kaufen kann. Wir kaufen mit unseren Ressourcen. Jetzt haben wir 5000 von. Und haben dann eine Waffe drin. Und da muss auch noch eine Splittergranate. Prima. Da war also jetzt nichts Weltbewegendes drin, was wir hätten brauchen können. Deswegen verkaufen wir direkt den ganzen Quatsch wieder. Weil wir haben die nämlich schon. Oder eine Art davon, ne? Weg damit. Obwohl, die könnten wir, glaube ich, nehmen. Ne, die haben wir schon. Verdammt, verdammt. Dann weg damit. Auf Wiedersehen. So. Jetzt sollten wir mal ein wenig Mission weitermachen. Damit wir Ego-Punkte bekommen. Und ein bisschen weiter voranschreiten können. So, was haben wir jetzt da? Da haben wir auch eine Mission. Ich würde sagen, wir schließen erstmal da unten die Mission wieder ab. Deswegen können wir erst da unten ins Gebiet zurück, bevor wir nachher in die zur Farm kommen. Puh, ich brauchte erstmal eine Pause nach den ganzen Angriffen der Mutanten. War doch schon ein bisschen heftig. Yes. Was können wir hier? Ein Zeitrennen. Ne, da habe ich jetzt nicht keine Lust drauf auf so ein Rennen. Man kann auch andere Spieler herausfordern und so weiter und so fort. Finde ich jetzt selber persönlich. Also macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Deswegen lassen wir es. Jetzt wird auch schon wieder dunkel. Aber wie schön ruhig das jetzt erstmal ist, ne? Wobei die Ruhe ist schon wieder vorbei. Da sind die nächsten Mutanten. Die versuchen hier auf die Erde zu kommen. Es nähern sich Mist, Zeit gesichtet! Die Republik braucht Leute wie dich. Kein Problem, ich bin immer da. Ruft mich, wenn er was braucht. So, uns fehlt auch noch der Hypersprung. 25 Meter in der Luft fliegen mit dem Ding hier. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, links wird schon wieder scharf geschossen. Halt! Da braucht jemand unsere Hilfe.
mal vorsichtig annähern. Ja, ich bin da schon da. Danke. Jetzt kann ich mich wieder um die zermatschten Leute kümmern. Ach so, Hinterhalt. Wusst, dass sie hier sind, hätte ich dich nie gerufen. Ich schulde dir einen Drink. Da kommen noch mehr Helber. So, jetzt scheint die Kuschelparty beendet zu sein, die wir am Anfang hatten. Allerdings hat uns jetzt zerrissen. Die Haupt-Target waren, ich weiß nicht warum, was der eine Kollege da macht. Nur mit dem Auto durchfahren ist kacke. Ach, und da hinten geht auch wieder ein Arc-Fall auf. So viel zur Ruhe und zum Quest. Aber wir haben diese Mission hier erstmal angefangen und beenden die auch jetzt. Oder war das jetzt hier? Gib mir Deckung! Ja, ich bin doch hier. Danke, Archenjäger. Deine Unterstützung wird erwähnt werden. Ja, brauchst du jetzt nicht. Ich kümmere mich um den Punkt später. Ich muss jetzt erstmal weiter. Auch jetzt wollen sie da oben unsere Hilfe haben. Aber ich fahre jetzt erstmal zum Arc-Fall. Eine abgeschlossene Herausforderung bringt dir mehr Fähigkeiten und lässt mich neue Funktionen freischalten. Hier sind Menschen, die gerettet werden müssen. Ja, ich weiß. Nein, 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 verdammte Axt noch. Verdammt und zugenäht. Fahren wir jetzt rückwärts. Ich wollte eigentlich unten voll reinballern. Auf den Heli drauf. Ah, nein. Archenfall im Anmarsch. Man weiß nie, was aus diesen Dingern rauskommt, also rate ich zur Vorsicht. Lass sie nicht nachtanken. Schieß auf den Treibstoffkanal. Halt die Augen auf. Jemand hat Landminen in diesem Bereich verteilt. Ja, habe ich gemerkt, dass da Landminen waren. Vielen Dank für die Info, Ego. Ah, hier haben wir wenigstens eine Kiste. Ah, wo bist du? Du bist mal ganz still, du Radfahrer. Wo ist der Treibstoff? Ah, da. Weitere Angreifer ein. Ja, klar. Sterbe hier! Scheiße, Nahkämpfer, ja. Die Treibstofftanks sollten genügend drauf haben, um den Eisenfall richtig zu beschädigen. Ich hinterlasse keine Überlebenden. Ja, ich würde ja draufschießen, wenn ich könnte. Treibstofftank, also. Das gibt's doch gar nicht, der kleine Sauknochen. So, hoffentlich überlebt mich jetzt. Belebt mich einer wieder. Ich brauche Hilfe, Leute. Sehr schön, danke.
Übrigens gibt es hier auch Raketenwerfer und sonstige Sachen. Ja, jetzt haben wir wieder eine geile Waffe gekriegt. Und zwar, die geht aber gut. Die geht steil. Brenn, Kollege, brenn! Aber man verballert mit diesen Waffen natürlich richtig schnell anzeigen. Ne? Ah, das hat sich schon wieder zerlegt. Das gibt's da gar nicht. Ein bisschen mehr. Sie haben Verstärkung hergebracht. Also die kleinen Waffen mit den super Roftan Rate of Fire ist zwar super toll, aber ich komme damit nicht wirklich klar. Wo ist der Treibstoff? Treibstoff, wo bist du? Was haben wir hier sonst noch? Mal kein Raketenwerfer. Hier weiß man jetzt natürlich noch nicht, was man drauf schießen soll. Hier kann man auf die Babys nicht schießen, verdammt! Also wie gesagt, die Waffen sind zwar alles super toll, aber die hauen die Munition so raus. So, irgendwie läuft jetzt hier ganz schief. Zweite Position, 17 Abschüsse, passt. Also so schlecht sind wir doch gar nicht, wie wir uns am Anfang angestellt haben. Na? Was ist denn das? Ach, sind wir wieder voll, wa? Wo wollten wir denn eigentlich hin? Wir wollten uns eine Mission machen, ne? Genau. Na? Ich hätte da einen Job, also warum hilfst du einem Heigi nicht aus? Kein Los, Problem. Gehen wir! Ich habe das Ziel markiert! Also wie gesagt, hier mit den super schnellen Schüssen hauen wir die Munition einfach nur so rein durch. Ne? Das finde ich gerade nicht so prickelnd. Wir sehen gleich, ich habe gleich schon mal keine Munition mehr. Ah, wir sind jetzt zu dritt hier. Reicht eigentlich, wenn einer das macht. Die Reparatur ist beendet.
repariert. Ja, Reparatur abgeschlossen. Du merkst, das weiß ich nicht. Wie machen wir mit den Dingern? Als die anderen. Kein Schaden. Das ist ein kleiner Endboss. Eine Pampe. Na, dann spielen wir mal mit einer Pampe, damit ihr mal seht. So, aber irgendwie sind wir noch nicht fertig hier. Wir müssen noch da hoch. Aber wie kommen wir da hoch da? Drücke vor! Bei der Bezahlung würde ich den Job auch selbst machen. Nichts wie weg hier. Wir haben die Mission ja jetzt erfolgreich abgeschlossen, also suchen wir uns direkt mal die nächste Mission. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ne, so weit können wir gar nicht sein. Wir waren doch da unten irgendwo. Da möchte ich hin. Ah, da kommt so ein Mutantchen. Bam! Upsala. Hab ich nicht gesehen. Och, der war ein bisschen schnell. So, mal gucken, ob wir jetzt Highspeed drauf bekommen und irgendwo mal rüber fliegen. Das geht jetzt auch nicht über bergauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und. Bleifuß. Na komm, machen wir mal die Mission hier. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen, Entschuldigung. 2, 1. Verräter! Los geht's! Ich geh rein! Holt ihr euch! Tor! Oh. Was passiert hier? Au, hier werden wir ganz klickig abblusen mit unserer Waffe hier. Drücke vor!
sterb gar nicht. Ich sterb dann, wenn ich das möchte. Also das sind wieder so kleine Herausforderungsmissionen, wo wir jetzt gleich auch scheitern dann werden. Weil ganz einfach die Pampe dafür scheiße ist. So, das war's schon für uns. Ja. Keine Belohnung, zu wenig Punkte oder was? Das macht nichts. Das ist eine ganz, ganz scheiß Quest, ist das. Wo ist denn jetzt hier? Aber wie gesagt, ich bin auch nicht der Punktenfreund. Na, seht ihr ja selber. Also wir müssen die Mission dringend abbrechen. Ich mag die gar nicht. Ich kann auch nicht unsichtbar werden. Warum kann ich nicht unsichtbar werden? Aber die zwei können wir jetzt erledigen da. Aber was brauchen wir hier lange und viele Schüsse? Auch wenn viele sagen, Pampe ist toll, für mich ist das nichts. Sorry. So, jetzt aber weg hier. Egal, ob da jetzt noch was liegt oder nicht liegt.